Also wir befinden uns hier am Karolinenplatz, den es damals auch schon gab. Ich möchte auf zwei Gebäude jetzt besonders eingehen, wobei man sagen muss, man könnte auch auf viel mehr eingehen, denn das war das Zentrum des Parteiviertels hier. Und rund um dieses Gelände hier entstanden ja, im Laufe der Zeit nach 1933 über 60 Dienststellen der NSDAP mit teilweise bis zu über 6000 hauptamtlichen NSDAP-Funktionären, die hier in allen möglichen Gebäuden untergebracht waren. Von den ganzen Unterorganisationen, habe ich gerade schon erwähnt, also es gab hier war die DAF zum Beispiel, Deutsche Arbeitsfront, untergebracht. Also man könnte eigentlich fast zu jedem Gebäude etwas sagen. Hinter uns die SA-Führung. Ich picke jetzt zwei Gebäude raus. Eines, weil ich glaube, es ist relativ unbekannt, und das andere, weil es besonders wichtig ist für die Frage nach dem Aufstieg der NSDAP, insbesondere in den 20er Jahren. Also hier hinter uns, wo heute die Akkatec untergebracht ist, befand sich damals das Oberste Parteigericht. Das Oberste Parteigericht entstand 1934 aus dem vorigen Untersuchungs- und Schlichtungsausschuss der NSDAP, den es bereits seit 1921 gab. Also ein parteiinternes Gremium, das Mitgliedsanträge prüfte und parteiinterne Streitigkeiten sozusagen ausfochte. Das war tatsächlich eine aus meiner Sicht unterschätzte Einrichtung bis heute, denn die Partei war geprägt von extrem vielen Egoismen und ja, auch Konkurrenzen. Da hat man öfters mal im Zusammenhang mit dem Röhmputsch vielleicht schon mal von gehört. Und dieses Gericht stabilisierte sozusagen die parteiinternen Konkurrenzen und entwickelte sich auch nach und nach zu einem Instrument, das Hitler selbst half, jegliche parteiinterne Konkurrenz auszuschalten. Und Walter Buch hieß der oberste Parteirichter hier im Grunde von 1927 bis 1945 durchgehend. Es gab auch noch andere NS-Größen, die hier zeitweise Parteirichter waren. Unter anderem Ulrich Graf, der hier in München eine besondere Lokalprominenz in der NS-Zeit hatte als Lebensretter Hitlers während des Hitlerputsches. Er hat sich angeblich vor ihn geschmissen und dadurch verhindert, wurde angeschossen, dadurch verhindert, dass Hitler 1923 ermordet wurde. So zumindest der Mythos anschließend. Und aber vielleicht noch deutlich bekannter Hans Frank, der Top-Jurist der NSDAP, später als Schlächter von Polen bekannt, Generalgouverneur dort gewesen und bekannt für eine brutale Ausbeutungs- und Ausrottungspolitik in Polen. Das ist also das Oberste Parteigericht. Übrigens vielleicht für die Münchner von Ihnen, die sich mit Geschichte beschäftigen, einer der NS-Funktionäre, der mit Abstand die meisten parteiinternen Gerichtsverfahren sozusagen an Land gezogen hatte, war Christian Weber, der NSDAP-Fraktionsvorsitzender des Münchner Stadtrats war, ein Dutzfreund von Hitler, eine skurrile Persönlichkeit und der in der Partei immer mal wieder ausgeschlossen werden sollte, aber das vor allem deswegen nicht wurde, der sich skrupellos bereichert hat, natürlich am Besitz von Juden, aber auch von anderen Nationalsozialisten, der aber vor allem deswegen nie aus der Partei ausgeschlossen wird, weil er ein sehr früher Dutzfreund von Adolf Hitler war aus der Gründungszeit der NSDAP. Das zweite Gebäude, auf das ich Ihre Aufmerksamkeit lenken will, steht hier hinter uns, heute der Sparkassenverbund Bayern. Karolinenplatz 5. Und dieses Haus war früher das Privathaus des Münchner Verleger-Ehepaars Elsa und Hugo Bruckmann, die damals einen sehr renommierten und gleichnamigen Kunstverlag leiteten. Zwischen 1899 und 1941 war das ein kultureller Mittelpunkt Münchens. Es gibt ein Buch dazu, das heißt Salon Deutschland. Das spielt darauf an, dass in den Gemeinschaftsräumen dieses Gebäudes sich ja, verschiedene große Künstler, Literaten, Musiker, Gelehrte immer wieder trafen. Unter anderem Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Stefan George, teilweise auch Thomas Mann. Und viele dieser Künstler einte gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Gefühl,
eines Unbehagens an der Moderne und gleichzeitig die Überzeugung, dass Kunst und Kultur eine Möglichkeit bietet, das Leben zu ändern, zu verändern. Und sozusagen dieser revolutionäre Grundgedanke, den diese Kulturleute in sich trugen, der war ein, ja, gewissermaßen auch, also der Weg zu bestimmten Ideologien der Nationalsozialisten war nicht besonders weit. Unter anderem natürlich zu der Ideologie des Rassismus und Antisemitismus. In vielen dieser Kulturkreise waren durchaus auch die Rassentheorien sehr en vogue, muss man sagen. Eines der erfolgreichsten Bücher, das dieser Verlag herausgebracht hat, war Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts von Houston Stuart Chamberlain. Es ist ein Geschichtswerk, das grundlegend rassenideologisch Geschichte deutet und Vergangenheit sozusagen in eine Rassenideologie bringt. Chamberlain war übrigens Schwiegersohn von Wagner. Nach dem Ersten Weltkrieg radikalisierte sich dieser Salon in der Weise, dass zunehmend auch Nationalsozialisten, rechte Gesinnungen hier Einzug erhielten und dort sprachen. Leute trafen Adolf Hitler zum ersten Mal an Weihnachten 1924. Die Bruckmanns waren eine der ersten und wichtigsten, ja, die Förderer der NSDAP und auch Hitlers. Es wird immer nachgesagt, sie hätten ihm etwa die Tischmanieren beigebracht, kleideten ihn ein. Auf jeden Fall brachten sie ihn in Berührung zu einem kapitalistischen, aber auch einer bürgerlichen Elite Münchens, die er als gescheiterter Künstler eigentlich sonst nicht gehabt hätte. Auch zu finanzstarken Kreisen. Er traf hier etwa den Ruhrindustriellen Emil Kirdorf, der dann später auch ein wichtiger Finanzier der NSDAP wurde. Und traf auch andere Leute wie Heinrich Hoffmann, Baldur von Schirach, die dann für die NSDAP und deren Geschichte später eine große Rolle wird. Also hier ist sozusagen ein Kern der Geburt eines rechten Netzwerkes. Da werde ich später vielleicht noch zu was sagen, weil das wirklich, wenn man da drauf schaut, diese rechten Netzwerke waren sehr entscheidend für die Frage, wie sich die NSDAP so stabil werden konnte, wie sie sich auch bis 1945 halten konnte, trotz der ganzen Konkurrenzen. Und gleichzeitig ist die Frage nach den personellen rechten Netzwerken auch etwas, was, glaube ich, Stefan Trübe und das Forschungsprojekt immer umtreibt, wenn man nach rechten Netzwerken dann später im 20. Jahrhundert Ausschau hält. Die frühe Förderung lohnte sich für die Bruckmanns. Bruckmanns wurde dann einer der wichtigsten Kulturpolitiker der NS-Zeit und war unter anderem Vorsitzender, Vorstandsmitglied im Deutschen Museum und Mitglied des Reichstags.